Frag einen Tatortreiniger. Alle, die jetzt essen, eventuell nicht so gut zuhören. Ich werde dorthin gerufen, wo Menschen gestorben sind. Wenn Polizei und Spurensicherung längst weg sind, entferne ich Blut, Leichenflüssigkeit und Tausende von Maden, damit die Angehörigen und Vermieter keinen Schock bekommen. Ich glaube, das ist ein super ekelhafter Job. Ich bin sehr gespannt, denn auch über Leichen weiß ich nicht besonders viel. Gott sei Dank. Hallo Thomas. Hallo. Ein echter Tatortreiniger, unser Thomas. Domo Exotic möchte wissen, wie wird man eigentlich Tatortreiniger? Ich habe mit einem Freund eine ganze Zeit lang Wohnungen geräumt, also als Hobby, weil ich Antiquitäten sammle und das war eine Möglichkeit, um an Antiquitäten ranzukommen. Und irgendwann bei einem Grillabend sagte ein befreundeter Kommissar von der Mordkommission zu mir, Mensch, Tatortreinigung, das wäre der richtige Job und guck mal, das ist echt spannend. Dann ist der Gedanke gewachsen und dann habe ich das so für mich entschieden und habe dann Visitenkarten gedruckt und habe Freunden und Bekannten gesagt, ich mache jetzt Tatortreinigung, wenn mal was ist, dann ruf mich an. Und irgendwann hat einer dieser Polizisten angerufen, hat gesagt, ich habe deine Karte weitergegeben, das ist Suizid, sieht ganz schlimm aus, aber du kennst das ja alles. Oh Gott. Also ich finde das irgendwie gerade ein bisschen verrückt, weil es klingt so, als ob er keine Ausbildung dazu gemacht hätte. Also als ob er das einfach so gemacht hätte, so out of nowhere. Hat er jetzt beschlossen, er kauft sich irgendwie einen Eimer, schmeißt da ein paar Putzlumpen rein, nimmt ein bisschen Bleiche mit und was weiß ich noch alles, Seife, wie auch immer, und geht dann jetzt zum Tatort und reinigt den. Muss man das nicht irgendwie lernen? Gibt es da keine Ausbildung? Das hat er jetzt mit keinem Wort erwähnt. Er hat halt nur erwähnt, wie er dazu gekommen ist, eben durch dieses Ausräumen von Wohnungen und Häusern. Das finde ich ein bisschen crazy. Und die Aussage gerade, da ist ein Selbstmord, sieht ganz schlimm aus, das kennst du ja. Das weiß ich nicht. Ja? Ich hoffe nicht, dass er das kennt. Also mach dir keine Sorgen. Oder du kennst das alles, alles okay. Und fahr mal hin und mach da mal sauber. Noel L. möchte wissen, okay, wie war deine erste Tatortreinigung? Ich habe davor gestanden und habe gedacht, oh Gott, um Himmels Willen, das machst du alles ganz schnell wieder rückgängig. Weil da ein Suizid war mit ganz viel Blut und mit Körperflüssigkeiten und darauf war ich eigentlich gar nicht vorbereitet. Das hat mich schon in dem Augenblick erschrocken und das habe ich erst mal 2-3 Tage sacken lassen müssen und dann habe ich gemerkt, okay, nee, wenn du das machen willst, dann musst du das professioneller betreiben. Ach krass, also ich sehe gerade im Chat auch, dass es dafür wohl wirklich keine richtige Ausbildung gibt. Also ich habe halt legit gedacht, dass man dafür irgendwie eine spezielle Ausbildung braucht, um zu wissen, wie man eben gewisse, weiß ich nicht, Leichenflüssigkeiten oder, weiß ich, Exkremente, Blut, wie auch immer, fachgerecht wegbekommt. Aber da war ich mal wieder naiv. Man kennt's. Soja Klecks fragt, wie oft musst du eigentlich zur Arbeit? Natürlich haben wir nicht jeden Tag eine Tatortreinigung. Wir haben uns auf das Thema Desinfektion spezialisiert und ein Arbeitsbereich ist bei uns die Tatortreinigung. Lilo Philo will wissen, was war die längste Zeit, die eine Leiche unentdeckt gelegen hat? Ich hatte ein Objekt, wo wir insgesamt 3-mal in dem Hauseingang sozusagen waren und haben als Tatortreiniger fungiert. Der erste war 1 Monat, der da lag. Und in der Zeit lag schon ein Verstorbener in der obersten Etage. Und der lag eigentlich fast auf den Tag genau 1 Jahr. Und dann Den hat niemand entdeckt? Boah, krass. Das muss aber dann jemand sein, der sehr, sehr einsam ist. Irgendwie keinerlei Freunde hat oder Familie oder was auch immer. Das ist richtig, richtig heftig. 1 Jahr. Wow. Erdgeschoss war dann jemand verstorben, der lag ca. 4 bis 5 Monate. Was war das für ein Haus? Einer ist 1 Monat, der da liegt. Also meinte er, es war dasselbe Objekt, also dasselbe Haus, gehe ich mal von aus. Da liegt erst einer irgendwie 4 Monate, dann unten nochmal 1 bis 2 Monate und der ganz oben ein ganzes Jahr. Sind die alle... Riechen die nix? Geruchslos?
Ach du Schande. I guess Seniorenheim oder so. Aber im Seniorenheim guckt man doch regelmäßig, was die Bewohner machen, oder nicht? I don't know. Lotti Carotti will wissen, was ist schlimmer, der Geruch oder der Anblick? Wenn da tausende von Maden rumkrabbeln und die Leichenflüssigkeit überall ist, ist das schon insgesamt unangenehm. Aber der Geruch ist das, was, glaube ich, am extremsten ist, wenn man damit nicht umgehen kann. Wonach riechen denn Leichen? Also Leichengeruch ist so ein süßlicher Geruch, den man auch schmeckt. Also das ist so, dass man den auf den Lippen spürt. Und häufig ist es so, wenn man dann zum Beispiel 4-5 Tage später unterwegs ist, ich sag mal, beim Joggen im Wald oder so, dann kommt der Geruch manchmal nochmal so in die Nase, weil der sich einfach nochmal zurückmeldet. Oh Gott, das stelle ich mir wirklich schlimm vor. Vor allem, wenn sich das so richtig in dich reinbrennt, in Anführungszeichen, dass du es halt dann 4 oder 5 Tage später immer noch oder immer noch mal wieder riechst. Oh Gott, oh Gott. Pibbles fragt, stimmt es, dass Katzen ihre toten Besitzer essen? Also, wenn gar nichts mehr im Haushalt ist, könnte auch das sein. Wobei das meist so ist, dass vorher zum Beispiel Haustiere dann verdursten und dass es dazu jetzt gar nicht kommt. Ich hatte aber im Oh Gott, das heißt, da liegen nicht nur Menschenleichen, sondern auch Tierleichen? Oh. Fall, wo die Frettchen sich am Leichnam sozusagen bedient haben. Laura S. will wissen, musstest du dich an einem Tatort schon mal übergeben? Übergeben musste ich mich noch nicht, aber stabiler das Magen. Ein oder andere Mal ist schon so ein Würgereflex da. Ein Fall, der immer in meiner Erinnerung ist, da war sozusagen der Verstorbene schon weg. Das war ganz am Anfang meiner Karriere. Und es rollte aber aus dem Hausschuh, den ich gerade wegräumen wollte, ungefähr Walnuss groß, was Dunkles raus. Und ich habe das genommen und als ich es in der Hand hatte, habe ich festgestellt, es war die große Zehe, die abgefallen war. Und als der Gedanke da war, kam auch schon der Würgereflex und ich wollte das meinem Kollegen sagen, ich habe gerade die große Zehe hier in der Hand und ich konnte in dem Augenblick das Wort nicht mal aussprechen. AP möchte gerne wissen, hast du schon mal etwas an einem Tatort gefunden, das die Polizei übersehen hat? Wenn jemand sich zum Beispiel umbringt und hat einen Waffenschein, dann nimmt er natürlich die größte Waffe, die da ist. Und wenn das ist und man nimmt das jetzt eine Schrotflinte, dann kann die Spurensicherung oder der Bestatter nicht alles finden, oder weil die gar nicht wissen, was alles weg ist. Also ich habe mal ein Ohr auf dem Kleiderschrank gefunden. Und dazu dementsprechend die Haut und das, was alles dazugehört. Aber auch Schädeldecken oder mal ein Oberkiefer. Also das ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass in dem Fall, wenn man solche Waffen verwendet, dann nochmal was irgendwo hinter den Kleiderschrank rutscht. Oder oh mein Gott. Tom Wicht will wissen, kannst du in der Ich bin so krass angeekelt und einfach so fasziniert. Ich bin einfach irgendwie so ein bisschen sprachlos. Pause überhaupt essen? Ja, na klar. Wie, na klar! Budi! Wie, na klar! Der kann einfach essen! Ja, ich meine, ist gut so, ja? Aber na klar, das klingt so, als ob es selbstverständlich wäre. Das ist ja wirklich nicht mehr selbstverständlich. Der kleine Starke fragt, erfährst du, wer das Opfer war und wie der Fall ausging? Über die Verstorbenen erfährt man häufig, wenn wir im Anschluss doch die Wohnung räumen, sehr viel. Also die Wohnung ist ja wie ein Buch über das Leben des Verstorbenen. Hanna fragt, welchen Tatort wirst du niemals vergessen? Oh Gott, jetzt kommt's. Ich habe mal eine Junkie-Wohnung sozusagen übernommen. Mutter und Kind waren dann ausgezogen und sind woanders hin und der Vater ist in der Wohnung verstorben. Vollgemachte Windeln und Spritzen und ähnliches lag am Wickeltisch und ich bin selber Papa, also ich habe selber einen kleinen Sohn und das nimmt mich extrem mit. Oder wenn zum Beispiel Spielzeug, was mein Sohn benutzt, in einer Messi-Wohnung liegt, dann berührt mich das schon. Sally Yo möchte wissen, das arme Kind, beschäftigen dich die einzelnen Fälle auch außerhalb deiner Arbeit? Ich verabschiede mich, wenn ich den Tatort verlasse, von dem Verstorbenen
und sag so Sätze wie, warum immer du das auch getan hast, du wirst deine Gründe gehabt haben, ich habe meinen Job jetzt hier gemacht, ich wünsche dir eine gute Reise, auf Wiedersehen. Und damit habe ich es für mich wie aus dem Kopf raus. Also ich bin nach dem Satz sozusagen für mich befreit, kann nach Hause fahren. Boah, das ist aber sehr bewundernswert. Ich glaube, ich könnte das nicht. Also ich glaube, mich würde das viel, viel länger beschäftigen. Und mich würde das wahrscheinlich auch wesentlich mehr mitnehmen. Aber gut, der hat ja auch irgendwie kurz anläuten lassen, dass es beim ersten Mal auch nicht ganz so einfach war, ne? Aber krass, wie routiniert er das wohl inzwischen macht. Anna-Katharina fragt, gibt es in deinem Beruf regelmäßige psychologische Tests? Nein, leider nicht. Wir machen es bei uns so, haben wir mehrere Mitarbeiter in der Firma mittlerweile, dass wir zum Beispiel nach so einem Tatort oder nach einer Tatortreinigung das auch besprechen, also untereinander besprechen und sagen, okay, wie geht's dir heute damit? Oder wir gucken, wie reagiert der, wie ist der drauf? Ist der vielleicht heute extrem ruhig und versuchen selber darüber zu reden. Captain Köfte will wissen, wie realistisch ist die Sendung Tatortreiniger? Es ist natürlich eine Fernsehsendung, die darauf ausgelegt ist, dem Kunden zu unterhalten. Dennoch hat ein wahrer Tatortreiniger die Sendung begleitet und hat dort Tipps und Hinweise gegeben. Das erkennt man auch an ein paar ganz professionellen Handlungen. Natürlich ist im wahren Leben viel mehr Blut zu sehen und weniger Story. Aber an sich ist es unterhaltsam und es ist in vielen Bereichen auch real. Extra Punkt Zwiebeln will wissen, hattest du schon einmal eine skurrile Begegnung an einem Tatort? Ich hatte einen Fall, die Verstorbene lag gar nicht so lange, sondern bloß 3-4 Tage. Aber sie lag im Bett und hatte die Heizdecke an. Und die Leichenflüssigkeit ist bis ins Haus, also bis in den Hausflur rausgelaufen und der Bestatter ist im Wohnungsflur ausgerutscht und hat sich den Ellenbogen gebrochen, weil Leichenflüssigkeit hat einen hohen Fettanteil, also es ist klitschig und man rutscht halt da schnell weg und das ist dem halt dort passiert. Ja, das vergisst man zum Beispiel auch nicht. Leon5F fragt, wie reagieren die Menschen in deinem Umfeld auf deinen Beruf? Positiv, neugierig, interessiert, also man spricht mich dann an, hinterfragt, was machst du da, was ist denn, und da lebt man doch ganz viel und ja, eher, ich könnte es nicht, aber angucken würde ich mir das auch mal. Doc Jones fragt, ist dein Klingelton die Tatortmelodie? Habe ich am Anfang ab und zu drüber nachgedacht, aber nein, ich habe einen ganz normalen Klingelton. Konstantin Engelhardt fragt, was war das Skurrilste, das du je an einem Tatort beseitigen musstest? Messi-Wohnung zum Beispiel, wenn man 16 Tonnen aus einer Wohnung rausräumt, an Hausmüll. 16 Tonnen, Mann! Skurril, finde ich. Black Ruby will wissen, was war die größte Menge an Blut, die du je beseitigen musstest? Also gerade in Fällen mit Suizid und wenn die Arme beide zum Beispiel aufgeschnitten wurden, dann ist einfach alles voll mit Blut und das vermischt sich mit anderen Körperflüssigkeiten mitunter noch und da ist einfach alles voll. Puh. Ja, also Respekt. Ich habe irgendwie gedacht, dass man dafür, um das zu machen, regelmäßiger irgendwelche Tests durchlaufen muss. Oder, keine Ahnung, irgendwelche psychologischen Anlaufstellen hat, aber das scheint ja nicht so der Fall zu sein. Finde ich tatsächlich ziemlich krass, weil du ja jeden Tag, was heißt nicht jeden Tag, er meinte ja auch, es ist nicht täglich, dass sie das machen, aber wann immer du zu so einem Auftrag gerufen wirst, mit Leichen zu tun hast, mit Tod zu tun hast und ich glaube, das ist teilweise ziemlich schwer zu verarbeiten. Deswegen finde ich schon ziemlich erstaunlich, dass es da keine Anlaufstellen irgendwie gibt. Crazy. So. Ein labiler Mensch würde das nicht freiwillig machen. Ja, und auch ein nicht labiler Mensch macht das, glaube ich, nicht sofort freiwillig.